Hey Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind hier zuletzt vor der Höhle gewesen und da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rein, auch wenn ich so ein bisschen jetzt doch Schiss habe. Also die letzte Höhle war ein bisschen zu einfach und die hier ist irgendwie so, ja, naja, gucken wir mal. Höhle der Schatten. Oh, hier sind bestimmt 1000 von diesen Zerteilungsmonstern. Ich bin aus Falgabad angereist. Einige Monster in dieser Höhle spalten und vermehren sich, wenn man sie auf herkömmliche Art angreift. Ja, super. Okay, dann machen wir mal. Können wir hier irgendjemanden helfen, retten, was Tolles kriegen? Enthielt Dunkelkrallen. Wollen wir mal gucken, ob das hier unser Guten hilft. 115. Die nehme ich. 215 Schaden macht die jetzt. Die Refia. Egal, was die macht, die hat ein goldenes Händchen. Ich sag's euch. Tja, die teilen sich schon wieder und haben über 2000 Schaden. Ich sehe schon, einfach wird das nicht. Der ist weg. Über 2000 HP meinte ich. Oh, jetzt teilt er sich bestimmt wieder. Opfer dich bloß schnell. Den machst du doch platt, oder? Ja, gut. Und bevor ich es wieder vergesse, und ich vergesse es jedes Mal, ich brauche einen Wecker oder ich glaube, ich muss mir echt eine Notiz nochmal an den Monitor hängen, dass ich das Defragmentierungsprogramm vorausmache. Und bevor das jetzt wieder losgeht und es stockt, mache ich das mal eben aus. So, dauert ja auch immer nur ein paar Sekunden. Och je, meine Dunkelklinge war zu schwach, aber vielleicht war es mein Schicksal, euch hier anzutreffen. Nehmt dies an euch. Kotetsu erhalten. Was ist das denn? Und für wen? Ist das was für dich? Tatsächlich, 105. Ich finde den Defondor mit dem Zauberbrot ist aber immer gar nicht schlecht eigentlich. Aber da Ingus das hat, dann kriegst du das jetzt mal. Machst du auch über 200 Schaden, ist doch super. Ist okay. Eins reicht ja erstmal. So. Bisher haben wir ja doch alle Kämpfe geschafft. Was haben wir hier? Enthielt Lilith-Kuss. Ist das ein Item? Das klingt so nach Item. Tatsächlich. Absorbiert LP. Aha. Kann uns also den Hintern retten, hab's kapiert. Okay, ist immer blöd hier in diesen dunklen Gassen. Ach, das ist ein Pferdchen. Oh, ein Pferdchen. Och, Menno. Vielleicht sollte ich mich zwischendurch auch mal heilen. Aber wir haben ja gerade keinen Heiler mehr. Müsste ich halt... Teilung bei über 3000. Oh, die sind echt stark. Die Schweinebacken. Scheiße. Okay, der ist weg. Jetzt müssen wir nur noch den hinkriegen. Dann heilst du trotzdem mal... Warum kann ich das? Kann ich das nicht eigentlich mal andersrum haben, dass ich hier die anderen Sachen, die Items oben bitte habe? Dann muss ich hier nicht beim Kämpfen mal durchgehen. Muss ich die dafür einfach nur ordnen? Ich weiß es nicht. Mach ihn fertig! Resia! Also wenn das so läuft, geht's eigentlich noch. Hält sich dann noch im Rahmen. Hier. So, dann konnte man hier nach rechts irgendwie. Kann das sein? Ich will darüber. Dann will ich nach links. Oh, jetzt werde ich gleich angegriffen wieder. Ja. Ist ja blöd, hier ist es so halb so dunkel. Ich kann nicht sehen, wo die Gänge sind.
Hört auf, euch zu teilen. Hört auf, euch zu teilen, bitte. Ist doch total doof hier mit dem nach unten scrollen. Das nervt ein bisschen. Muss ich gleich mal gucken, ob man das irgendwie ändern kann. Jetzt macht das Vieh platt. Refia, Refia. Oh, Refia. Sehr gut. Super. So, Items. Ordnen. Ja, jetzt sind die auch oben. Ich glaube, das ist viel besser so. Und wenn wir schon mal dabei sind. Genau. Gehen wir hier mal rum. Ah, jetzt komme ich hier rüber. Okay, gehe ich halt ganz weiter. Ich kann ja nochmal auf dem Rückweg das machen. Kommen wir erstmal weiter. Erstmal das schaffen. Der ist schon mal weg. Der teilt sich jetzt bestimmt gleich. Ja, der teilt sich. Die Schweinebacke. Jawohl. Super. So soll's sein. Wuhu. War ich jetzt hier richtig auf dem Weg? Oh Gott, ich vergesse schon wieder, wie ich langlaufe. Huch, wo bin ich? Oh, wie schwierig ist das denn hier bitte? Oh Gott. Das ist eklig, das Tentakelding. Sieht aus wie ein Nasenbär mit Fühlern. Nicht so schön. Oh, vorbei. Warum klappen diese Zauber immer nie bei mir? Und bei anderen schon. Naja, hat doch geklappt. Sehr gut. Gut, gut, gut. Wo? Aha. Genji-Fäustlinge. Für wen sind die denn jetzt wieder? Sind Fäustlinge. Sind das... Aha, die kann er auch haben. Ja, dann kriegst du die. Geht's hier nirgendwo weiter? Doch. Hä? Oh. Es regt mich auf hier. Der ist schon mal weg. Das hübsche Pferdchen ist noch da, aber auch nicht mehr lang. Juhu. Wenigstens kassieren wir gerade bestimmt gut Kohle. Oh, meine Sachen gehen hier langsam runter, sehe ich. Ich habe gar nicht so viele Heilportionen. Ich brauche mehr. Naja, notfalls nehme ich halt den Weißmagier zur Hand. Junge, wo läufst du eigentlich lang? Wo sollen wir eigentlich hin? Das verwirrt mich hier.
teilen sich hier direkt am Anfang, die Schweine. Das ist immer das Blödste. Gut. Es dauert ja eigentlich prinzipiell gerade nicht lange, die zu bekämpfen. Also, von daher, richtig beschweren kann ich mich noch nicht eigentlich. Ich check's nicht. Oh, wo lang? Hier nochmal lang? Kannst du hier irgendwo... Ja, war klar, aber ich muss ja auch den Weg mal finden. Ist voll schwierig. Meine HP gehen hier langsam runter, ist auch nicht so doll. Aua, hör auf mich anzugreifen. Du mieses Vieh, du. Ja. So. Jetzt verbrauche ich langsam hier meine letzten. Dann ändere ich jetzt mal seinen Beruf. Was soll das? Dann mache ich ihn mal als Weißmagier wieder. Ja, ja. Das wieder wie ein Mädchen aussehen. Das magst du doch so gerne. 30, 20, 25 nehmen wir mal den Golemstab. Der ist ja anscheinend ganz gut, die Eisrute. Das Ding und das Ding. Die weiße Robe haben wir ja extra für ihn gekauft noch. Und die Diamanthandschuhe. So. Hier geht's aber nirgendwo lang. Dann muss ich ja hier lang. Irgendwo hier muss es lang gehen. Das war einfach nicht nur ein Gang ins Nichts. Es war auf jeden Fall dann nicht der richtige Weg. Gehen wir mal hier lang. Und hier auch lang? Nee. Also hier kommen wir her. Gehen wir hier mal wieder zurück. Vielleicht finden wir ja noch einen besseren Weg. Da zu der Truhe zum Beispiel hin. Hier lang. Hier waren wir bestimmt noch nicht. Hier, dann kann er da nach links und dann die Treppe hoch. Hier geht's bestimmt weiter. Ah, jetzt hat er die ganzen anderen Zauber drin. Das ist natürlich schlau. Warte. Ja. Dann greift den einfach mal so an. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, das natürlich auch wieder zu ändern. Ja, ja, und sobald man einen Angriff, teilt er sich schon wieder. Versuchen wir es mal so. Ich werde jetzt auch gleich mal wieder anfangen, die Kämpfe rauszuschneiden. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es hier so aussieht mit den Monstern. Und wenn das jetzt weiterhin so bleibt, müsst ihr jetzt wieder nicht jeden Kampf sehen, sodass ich halt die Wege auch finde. Deswegen schneide ich die jetzt ab jetzt wieder raus. Damit wir nicht zwei Parts hier in der Höhle rumeiern müssen. Nach links wollte ich.
Enthielt Beruhigungsmittel. Dann gehen wir hier nochmal lang. Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Kann das denn jetzt sein? Wie kann das denn jetzt sein? So, da bin ich wieder. Ich muss aber dringend, wie gesagt, die Magie mal ablegen hier. Ist auch nervig, das alles immer zu machen, aber es ist halt so, also mache ich es lieber schnell. Vitra, Teleport, was nicht alles. Nee, mach mal ruhig weiter hier mit Lernen. Blindner. Hast du schon? Analyse ist auch gut. Engel, super. Fika. Rotes. Iroga. Steiner. Hast. Vitaga. Refleck. Haben wir schon. Konfus. Noch was? Nee, anscheinend nicht. Du kannst halt nochmal Wicht reinnehmen und Frosch und so, brauchen wir alles eigentlich nicht. Wo ist denn hier Vita? Das ganz normale Vita. Hat das wieder hier einer von den anderen? Ja, du brauchst es ja nicht. Du machst mal das raus. Und du lernst Vita. Damit wir, auch wenn wir nicht mehr 4 MP haben, immer das machen können. Ist auch immer sehr wichtig. So, dann können wir jetzt auch die letzten Portionen hier nehmen. Die sind nämlich wieder nicht so gut bei Laune. Wo geht's denn jetzt lang? Ich blick hier gar nicht mehr durch. Wir sind ja wieder am Anfang der Höhle. Hallo? Och, das ist ja doof. Das wollte ich auch gar nicht. Bin ich wieder rausgekommen und kann mich jetzt auch gar nicht hier irgendwie in der Nähe mal heilen. Dann müssten wir wieder komplett zurück. Also nochmal auf ein neues. So. Ach hier, jetzt bin ich auch bei der Kiste. Enthielt Schwarzmoschus. Was ist das bitte? Was ist denn das? Steht das hier irgendwie? Hier. Erteilt sofortiges K.O. Aber dann will ich das eigentlich nicht verbrauchen. Das wäre ja schade drum. Haben wir dann jetzt hier alles gehöhlt? Haben wir dann hier alles aus der Höhle geholt? Oder fehlt jetzt noch was? Wenn nicht, dann werde ich sowieso gleich aufhören. So. Ich muss ja wieder jetzt in die Höhle. Es geht ja gar nicht anders. Geht's hier rüber? Mal genau aufpassen jetzt, die Wege merken. Es lenkt ja auch immer so ab. Kann man hier lang? Nein. Okay. Geht's ja nur hier lang? Und da lang? Aha. Ja. Ich check immer nicht. Wenn ich gerade gekämpft habe, dann vergesse ich immer so schnell die Wege. Das ist echt blöd. Bin ich jetzt hier lang gelaufen oder nicht? Na. Oh. Was mich auch immer nervt bei diesen Kämpfen, ist dieser Reflektkram, den Lunes da immer irgendwie abkriegt, sodass, wenn er den anderen angreift, er das selber abkriegt. Das ist total scheiße. Ich glaube, ich laufe gerade wieder zurück. Dann laufe ich mal hier lang. Hoffe, das ist nicht der Weg zurück. Sieht aber eigentlich gut aus. Wehe, ich laufe wieder zurück. Ich habe keine Lust, immer zurückzulaufen. Waren wir jetzt hier schon? Oh. Das ist so verwirrend. Es gibt hier aber nichts, was wir irgendwie anzaubern müssen oder so, ne? Es ist einfach nur wieder doof. Bin zwar richtig gelaufen, aber ich kam hier auch nicht weiter. Bringt mir also auch nicht viel. Ja. Dann kann ich ja nur hier wieder zurück.
Komisch, dass man halt hier nirgendwo mehr rein kann, außer in diesen Eingang. Das wundert mich. Ist ja eigentlich komisch, dass man das nicht kann. Naja, was soll's. Verstehe nicht, dass man hier auch nicht so das Ende der Höhle findet, so. Ja. Und weiter geht's. Ich glaube, hier links waren... Nee, hier waren wir noch nicht. Huch. Hier waren wir noch nicht, aber jetzt musste gerade eben unser Ark so viel einstecken. Deswegen mache ich mal eben hier so einen Vikra auf ihn. So. Darf man sich auch mal erlauben. Dafür haben wir die Zauber, ja. Tja, ich bin hier nicht wirklich weitergekommen, habe ich so das Gefühl. Oder ich habe zufällig wirklich immer denselben Gang noch nicht genommen, den ich hätte nehmen müssen. Laufen wir mal schnell zurück. Hier war die Kiste, ne? Ja. Es nutzt nichts. Ich laufe wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Das macht ja auch keinen Sinn. Hauptsache, man hat alle Kisten und so. Ich denke, da ist auch einfach nicht mehr zu holen. Also dann ist es einfach nur so eine Höhle und fertig, ne? Ich laufe jetzt nicht wieder... Bin ich bescheuert? Ich bin doch richtig hier, oder? Oh, ich komme ganz durcheinander hier. So eine Kacke. Ich will jetzt nicht wieder... Ich bin zu doof. Mein Orientierungssinn geht immer flöten. Ich dachte eigentlich, ich müsste da lang. Warum muss ich hier nicht lang? War das doch der lange Weg da unten lang, oder was? Gott, ich will doch nur raus. Ich glaube halt nicht, dass es hier noch was zu holen gibt. Deswegen will ich raus. Bitte, bitte nach Hause. Zum Chef. Bin ich hier wieder? Hallo. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier einfach einen Cut machen und den Weg schon irgendwann rausfinden. Und wir sehen uns am nächsten Part, wenn ich wieder draußen aus der Höhle bin. Bis dann.